Test, sag mal was kurz. Ja, okay, funktioniert. Hallo, Sekunden. Ja. Ich nicht. Leute, ich habe ein Problem mit meinem Handy. Es tut mir leid, aber ist mir jetzt egal. Also, ich hab. Nochmal meine bitte. Bitte? Ich hab's gerade akustisch nicht. Moment, bitte, was? Ich wollte eigentlich an dieser Stelle die Erklärung, die ich den anderen gegeben habe, drin lassen. Diese hat mir aber nicht gefallen, weshalb ich jetzt hier nochmal kurz eine gescheite Erklärung des neuen Projekts gebe. Also, ich habe mir eine Geschichte ausgedacht. Diese ist nicht sonderlich spannend. Allerdings habe ich beim Schreiben mehrere Wörter weggelassen und nur geschrieben, was für eine Wortart dahin soll. Zum Beispiel Verb oder Adjektiv oder auch so Sachen wie Körperteil oder sowas. Dadurch entsteht eine unfassbar lustige Geschichte. Die Wörter sagen mir dann gleich meine bezauberten Assistenten Konsti, Ben und David. Und zwar ohne den Zusammenhang oder die Geschichte zu kennen. Das Video läuft so ab, dass ihr erst einen kleinen Zusammenschnitt davon seht, wie ich die Wörter bekomme. Wenn ihr das überspringen wollt, könnt ihr gleich einmal auf die Anmerkung dafür klicken. Und dann seht ihr die entstandene Geschichte als Minecraft-Animation. Also. Ist mir egal. Fangen wir an, ich war als erstes ein Adjektiv von euch. Ein Wie-Wort. Ultra geil, Sonne gelb. Ultra? Affentittengeil. Affentittengeil, das passt ja, okay. Erstmal Otto Walkes Referenzen reinbringen, das passt immer. Auf jeden Fall. So, dann brauche ich was ganz Neues, ein Adjektiv von euch. Ultra geil, Sonne gelb. Aquamarinblau, einfach rennt! Ultra geilo Sonne gelb. Ultra geilo Sonnengelb. Okay. Ich brauche ein Adjektiv. Nein, ich brauche ein Adjektiv. Teterduften. Okay. Ja. Komm, David hat noch nichts gesagt. Sag mal ein Adjektiv. Schönes. Ich wollte eigentlich Aquamarinblau sagen, aber das hat mir dann der Konsti weggenommen. Ja, dann nehmen wir das jetzt. Okay. Ist noch nicht verwendet. Ja, nee. Hab ich dir den Witz weggenommen? Ja, genau. Jetzt ist es zu spät, das ist hingeschrieben. Das ist deine Chance verpasst. Jetzt brauche ich eine Zahl zwischen 1 und 31 von euch. 17. Zwischen 1 und 31. Ja, 17 ist immer eine gute Zahl. 17 geht nicht. Oh, scheiße. 13. So, ein Verb mal wieder. Hüpfen. Das passt so gut, sorry. Ja, da, Mann. So funktioniert's nicht. Ja, du findest immer Wörter, die gut in den Text reinpassen, dann macht das keinen Sinn. Ich bin total random unterwegs. Ja, ich weiß. Ambus. Amboss. Nein, nicht Amboss. Dahin. Da. Amboss. Nicht Amboss Schlüssel, Amboss. Meine ich doch. Und was war das? Steigbügel. Steck. Dann brauche ich jetzt noch vier Namen. Also drei Namen und einen männlichen Namen. Ja, drei Namen ist egal. Und einer, der auf jeden Fall männlich sein muss. Also bräuchte ich noch eine Begrüßung. Hallo. Ave. Ave. Und ein Kosename. Butzebär. Was? Butzebär. Geil. Ave Butzebär. Das muss ich einsprechen. Paraphrasieren. Was für ein Zeug? Was passiert? Paraphrasieren. Was ist das denn? Wenn du einen Text nicht zitierst, sondern nur grob zusammenfasst, aber okay, wie schreibt man das? Gleich bleiben. Fehlen. Adjektiv? Ein Nomen. Sachbeschädigung. Ah, nein, das passt wieder zu gut, Mann, ey. Gott, Konsti, ey.
Nee, nee. So, gute Neuigkeit, es gibt noch... Ich brauche jetzt noch 4 Wörter. Einmal ein Verb. Ich hab das Wort trademarked. Alles klar, Verb. Ein Verb, Sachbeschädigen. Ja, okay, meinetwegen. Adjektiv? Sachbeschädigen. Na, das ist doch kacke, da kommt dann tausendmal in der Sachbeschädigung. Ach. Nein, das geht nicht. Und jetzt brauche ich noch 2 Verben, dann ist fertig. Sachbeschädigen und Sachbeschädigen. Danke. Nix. Ich brauche jetzt noch 2 Verben, wo das Wort Sachbeschädigung nicht drin vorkommt und auch nichts, was damit verwandt ist. Das habe andere zerstören. Und... auch etwas, was damit zu tun hat, nicht, habe ich gesagt. Etwas, das mir nicht gehört. Das hat auch was mit Sachbeschädigung zu tun. Hinsetzen? Nee. Tackeln? Nein, tackeln passt wieder zu gut. Ich will nicht mehr. Das ist scheiße. Ist ja eh fertig. Nein, ist scheiße. Ich lese euch das jetzt. Ein Nomen. Nein. Dort ist noch ein Nomen fehlt. Nein, es fehlt kein Nomen. Wenn du Sachbeschädigung drinstehen hast, das gehört dort nicht hin. Doch, doch. Nein. Absolut. So, ich lese das hier. Ich lese euch jetzt einmal die Geschichte vor, ja? Willst du nicht hören? Also, der Titel der Geschichte ist eine. Komm bitte, hör auf jetzt. Eine Affentitten geile Weihnachtsgeschichte. Da. Ja, wow. Okay, nochmal. Also, eine affentittengeile Weihnachtsgeschichte. Da ja jetzt mal wieder Weihnachtszeit ist, dachte ich mir, dass es an der Zeit ist, eine ultra geilo sonnengelbe Story zu erzählen, die mir dieses Weihnachten passiert ist. Jedes Jahr war ich mal wieder sehr aquamarinblau dran. Es war schon der 17. und ich hatte noch keine Geschenke gekauft. Aber was sollte ich auch machen? Ich liebe es eben, von morgens bis abends zu trampeln und dabei Club Mate zu dosieren. Da bleibt eben keine Zeit mehr für den Weihnachtseinkauf. Naja, dann musste ich mich halt wie jedes Jahr dem Hausschlüssel stellen und machte mich auf den Weg zum Werkzeughändler. Wie die Gebräunten hasteten die Leute an mir vorbei, wie ich die Vorweihnachtszeit hüpfte. Ich hüpfte dich auch gleich. Man kann so Sachbeschädigen. Da gibt es nur Stress und nervige Balladen. Ja, eben! Das war eins von dem, was zu gut gepasst hat. Ja, perfekt. Am liebsten würde ich alles und jeden implodieren. Arg, rief ich, denn der Werkzeughändler hatte schon zu. Dabei war es noch gar nicht sonderlich spät. Wie kann man nur so salopp im Hirn sein und jetzt schon schließen? Naja, egal. Auf jeden Fall ging ich dann zum geklöppelten Hier gibt es alles Laden, welcher Gott sei Dank noch geöffnet hatte. So, was wollte ich überhaupt kaufen? Mal überlegen. Hammer für Alois, Amboss für Beatrix und Steigbügel für Carlos. David bekommt nichts, denn den kann ich sowieso nicht leiden. So. Jetzt noch schnell bei Hannelore anrufen. Sonst sieht sie mich wieder schwarz. Weil ich ihr nicht Bescheid gesagt habe, dass ich einkaufen gehe. Ave Putzibier! Ich bin falsch!
Ich kann nicht mehr. Ah. Also, arme Butzi-Bär, bin gerade einkaufen. Brauchst du noch was? Was? Eine Pantoffel? Was willst du denn damit? Umblättern? Du spinnst doch. Und da geschah es plötzlich. Ich wollte gerade aus dem Laden gehen, als ich ihn sah. Jens. Der Hodenschlecker aus der Nachbarschaft. Mit dem wollte ich nun wirklich nichts zu tun haben. Also fing ich an, so unauffällig wie möglich an ihm vorbei zu paraphrasieren. Doch leider funzte das nicht so ganz und er sah mich doch. Hey Bohle, komm mal her jetzt, rief er. Einfach ignorieren, dachte ich mir und ging weiter. Doch da wurde er gestärkt. Er zog einen Taschenrechner aus seiner Chipstüte und fing an, damit auf mich einzuschälen. Jetzt war es nicht mehr abzuwenden. Ich wurde auch schüchtern. Ja. Nahm meine Haarklammer und schlug damit auf sein Bauchnabel. Danach entstand eine Massenschlägerei. Sogar die Lichtschalter schlugen sich deftig aufs Taschentücherständerchen. Spender, nicht Ständer. Ja, genau. Weiß ich doch. Danach fotografierte sich die Stadt und die Welt ging unter. Als ich am nächsten Morgen zu mir kam, hatte ich ein Cyan-Auge und schwor mir nie wieder Fußfessel. Das ist doch vollkommene Beschleunigung. Du hast die letzten 3 Tage sachbeschädigt. Jetzt tut mir nicht so, als hättest du ein Leben. Ey, das ist alles genauso passiert. Wirklich, ich setze mich hin. Also wenn das wahr ist, dann fresse ich eine Sachbeschädigung. Ich sage, ich will die da nicht haben. Ich hab's dir gesagt, ich hab's gesagt. Gut, Noga. Du, welcher Planet war nochmal bewohnbar? Stoß mich. Na gut, und das willst du bis Weihnachten fertig bringen? Nee, deshalb ist es ja eine Geschichte, die mir an Weihnachten passiert ist, die ich dann nach Weihnachten erzähle. Okay, ganz angenommen, ich hätte nicht 17, sondern 28 gesagt. Hättest du denn gesagt, das ist der 28 und ich habe immer noch keine Geschenke? Ja. Ja, ich glaube, dann beende ich das Video noch. Ne? Also tschüss. Ich hoffe, es hat den Zuschauern gefallen. Ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, natürlich. Ne? Reißt euren Bauchnabel raus. Also Bauchnabel nach oben, ne? sonst komme ich mit meinem. Sonst ziehe ich mein Taschenrechner aus der Chipstüte und komme ich zu euch und fange an euch zu schälen. Ja. Ja, dann bis dann. Tschüss. Ein bisschen besser. Oder so. Nein, nachher kommt das nach Silvester. Weiß ich nicht. Bis Hanukkah, warte mal. Nichts, du hast halt. Oh, ist Weihnachtsfest 2017. Silvester 2017. Ja, wobei. Moment.